und Crossover, das Wort selber sagt ja schon irgendwie grenzend überschreitend, vermischend. Und das war dann richtig spannend. Das war dann so das erste Mal, wo dann Musik, an der ich beteiligt war, nicht so selbstgemacht klang. Wenn du weißt, was ich meine. Das hat ziemlich viel gebracht und ich meine, es ist ja auch sehr nachhaltig gewesen. Also wir sitzen immer noch in den Räumen, also wir sitzen immer noch in einer manifestierten Idee von einem Haufen von Menschen, die sich zusammengetan haben und eine Menge bewegt haben eigentlich. Und auch der Umstand, dass ich den Job habe, den ich habe, verdanke ich der Tatsache, dass halt eben nicht so eine komische Scene war, wo halt, ja, es war halt sehr verbindlich, weißt du? Also wir haben einfach am Nullpunkt angefangen und irgendwann waren wir en vogue, wie das halt so ist in Darmstadt, wenn du lang genug deinen Arsch hier hast und irgendwie hier spielst und dann irgendwann rennen sie halt alle auf deine Konzerte und irgendwann lassen sie es auch wieder bleiben. Und so eine Phase hatten wir halt auch, aber wir haben halt das genutzt, um uns hier was aufzubauen. Ein Studio, eine Plattenfirma und das sind Dinge, wenn man sowas macht, das ist ja sehr verbindlich. Das heißt, ich lege mich auch darauf fest, ich setze auf das Pferd. Es ist schwierig, so einen verschworenen Haufen zu finden, der an eine Sache glaubt und ein gemeinsames Ziel verfolgt. Mittlerweile mache ich ja wieder Musik mit den Leuten, mit denen ich vorher Musik gemacht habe. Und von daher kann man halt auch sagen, halt alle Wege führen nach Rom und jeder hat so seinen eigenen Weg dann dahin, dass man halt trotzdem dann wieder im selben Space halt zusammenfindet. So ein komisches Gypsy-Zeug. European Roots Music. Rocky and Roll. Rocky and Roll. Wir haben vor elf Jahren als Rock-Trio angefangen, weil wir irgendwie, keine Ahnung, da war Funkmob schon so nicht mehr live so aktiv. In dem Jahr, als der Tilly gestorben ist, in der Krone. Also nicht in der Krone gestorben, aber in der Krone haben wir nochmal diese Schülerband Manhattan. Da haben wir nochmal gespielt auf so einem Festival, was da dann halt irgendwie stattfand. Zu Ehren vom Tilly. Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich klingen wir immer noch ganz gut zusammen. Ach, lass uns doch mal irgendwie ein paar Songs drauf schaffen und irgendwie so 10, 15 Gigs im Jahr spielen, so zum Spaß. Als Trio halt, als Rock-Trio. Also, das war ja ganz interessant. Manhattan quasi, also der Peter Zettel, der hat bei Common Spring, bei Concrete Jungle, der hat auf Nosys Album gespielt. Der Percussionist Ricardo Villalobos ist mittlerweile irgendwie die super House-Techno-Koryphäe. Der Giso Hilger hat Gitarre gespielt, der hat dann Tobsucht gemacht, Nektar. Hockt auch in seinem Studio, produziert schöne Sachen. Ja, ich halt Funkmob, Papa und die Buben, Besidos, der Wendelin, ja dann Silent Faces, Tommy and the Moondogs. Das hat sich also alles irgendwie dann sehr gut verteilt eigentlich. Das ist das, worauf ich hinaus wollte, wenn ich sage, ist so ein bisschen so soziologischer Exkurs. Das sind auch so Rembetiko-Tunes, also so der griechische Blues. Und das ist ja wiederum der Blues jener Griechen, die im Rahmen des Völkeraustauschs auf Basis des Vertrags von Lausanne 1923 mussten halt ganz viele kleinasiatische Griechen Kleinasien verlassen und halt irgendwie auch viele Türken halt dann in Griechenland, die haben alle so in Nordgriechenland gesiedelt und die Griechen in Kleinasien halt so am Schwarzen Meer, Kappadokien, Ägäis, die mussten halt alle tauschen und dann haben die natürlich eine ganz andere Musik mitgebracht und die Festlandgriechen haben die auch irgendwie nicht wirklich akzeptiert. Ganz viele sind ja dann auch irgendwie in die USA ausgewandert von dem Hafen, vom Piräus aus. So ein Song wie Missilu, alle sagen, oh, das ist Pulp Fiction. Nein, Mann. Missilu heißt Missile. Es geht um das ägyptische Mädchen, weil Missir heißt auf Arabisch, aber auch auf Türkisch Ägypten. Und Missile
ist das Ägyptische, aber in diesem Fall ist es das ägyptische Mädchen. In Alexandria gab es griechische Communities, dieser Song ist irgendwie, in Israel wird der, es gibt eine hebräische Version, es gibt alle möglichen Versionen davon. Dick Dale steht ganz am Ende einer Kette von historischen Aufnahmen, die es von diesem Song gibt. Und das ist ja interessant dann, was für Kosmos sich da halt eröffnet, zu sehen, hey, da ging dann eine richtige Vielvölker-Nummer halt ab. Es ist ja interessant, dass ich jetzt irgendwie als in Deutschland geborener, irgendwie klar, die erste Fremdsprache, wo man affin ist, ist irgendwie Englisch. Und damit kommt man ja auch überall durch. Ist aber interessant zu sehen, dann irgendwie auf einmal die türkische Hälfte wird aktiviert, weil man irgendwie Mazedonien ist. Und dann kommst du auf einmal mit Türkisch eigentlich viel weiter, als du es mit Englisch tust. Von der Mentalität her auch irgendwie. Also Mentalität fließt ja auch ein in Sprache und in Kommunikation. Und dann zu sehen, dass da, hey, du hast da ja noch irgendwie noch ein ganz anderes Toolset, um irgendwie noch in einer anderen Welt auch irgendwie einzutauchen. Ich bin froh, dass meine lang bewährten Freunde irgendwie sich darauf eingelassen haben, irgendwie diesen Weg mit mir gemeinsam irgendwie, also wir gehen den gemeinsam, also weil das ist für mich genauso Neuland wie für die. Aber es ist halt, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man halt früher auf dem Schulhof seine Pausenbrote geteilt hat, weißt du? Was hast du? Na ja, Sucuk. Oh, lass mal probieren, oh, ist ja lecker. Und ich immer halt dann irgendwie so ein Emmentaler Brot oder so, weil das gab es halt bei mir nicht. Bei mir gab es halt Schafskäsebrot und Sucukbrot. Es gibt einen Song, der heißt Jedikule. Jedikule ist, Jedikule heißt die sieben Türme. Und es bezieht sich auf, das Gebäude in Thessaloniki, das Heptagirion, das ist nämlich ein Siebeneck und von den Byzantinern gebaut, wurde als Knast genutzt von denen. Bei den Osmanen war das auch ein Knast und die Militärjunta damals in Griechenland, die haben das auch als Knast genutzt. Jedikule. Und da geht es halt darum, dass der Protagonist halt irgendwie 5 Jahre Knast bekommen hat wegen Kiffen. Irgendwie und seine Wasserpfeife hat sich total darüber gewundert, dass er verpfiffen wurde. Und es gibt aber auch andere Bilder, das sind ja nicht nur Knasti-Songs, aber in diesem Falle wieder jetzt dieses soziologische Ding, also zu sehen, dass es Gangster-Music aus dem vorletzten Jahrhundert gibt, sozusagen. Also das, was wir heute als Hip-Hop betrachten, vom Geist und vom Spirit her und vom Anlass, sich so musikalisch zu äußern, genau kongruent mit dem, was wir heute mit Hip-Hop oder Rap irgendwie verbinden. Die totalen Outlaws, die keine regulären Jobs bekommen, deswegen müssen sie dealen oder halt Leute abrippen, mit dem Messer unterwegs sein und die haben ja dann untereinander dann halt auch so ihre Feste. Und das sind alles so Dinge, die dann in diesen Songs behandelt werden oder halt Liebe. So Metaphern, also so Bilder, die gemalt werden, wie zum Beispiel in einem Song Jevrie Hanum, das Fräulein Jevrie, da singt da irgendwas, also sie ist total unerreichbar und die schönste im Dorf und sie bedient in der Taverne und er himmelt sie total an und die Frikadellen auf dem Grill, die brutzeln nur halb so krass wie das Herz in seiner Brust, wenn er sie sieht. Das ist so ein sehr schönes Bild, ne? Das Herz brutzelt in meiner Brust. Und viel krasser als die Frikadellen auf dem Grill. Da hat er seine Angebetete gekriegt und die nervt ihn. Also sie ist zickig, stellt sich als Zicke heraus, kapriziert, so heißt auch der Titel, also Caprice. Und da singt er davon, dass sozusagen die Glut in seiner Wasserpfeife, das ist nicht die Kohle, die da verglüht, sondern die Jahre seiner Jugend. Und das ist halt schöne Lyrik und verpackt in schöne Töne und schöne Melodien. Das ist ja mitunter auch grundtragisch, aber es hat trotzdem was Schönes. Und das ist ja auch nochmal so eine Sache. Wir brauchen ja immer in unserer Welt hier, muss ja alles perfekt sein. Ein Superlativ jagt das nächste irgendwie, statt irgendwie einfach zu akzeptieren, dass in der Freude auch das Leid liegt. Also, dass das einfach alles zusammengehört. Wir sind hier sehr so, man hat, glaube ich, hier irgendwie seine Ideale verklärt damit, dass irgendwie das Heilsversprechen, das wurde umgedeutet dahingehend, es darf kein
Schmerz geben oder kein Leid. Also ich stehe nicht auf Schmerzen, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ich bin ja auch nicht gepierst oder so. Ich fühle mich auch so schon ganz gut. Aber ja, das ist halt bittersweet. Das ist schön. Haben wir hier nicht in der Form. Also Blues hat das auch. Oder Soul. Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Auch, ich meine, ich bin jetzt nicht der super Sänger, aber allein jetzt schon so türkisches Zeug zu singen, jetzt 3, 4, 5 Jahre, hat auch was, also vorher klang das schon so wie halt so ein Weißbrot, was halt irgendwie so Töne singt mittlerweile. Das macht schon was mit einem irgendwie, weil wir sind hier halt so ein Vierviertelleben gewohnt und dann machst du halt 7/8, 9/8, bla bla. Also es ist off the grid. Zumindest off the grid von dem, was wir hier als Grid irgendwie um uns herum haben. Und das macht dann, das bringt dann so einen Unwahrscheinlichkeitsdrive ins Leben. Da kann nämlich der Fehler und der Zufall dann halt passieren und dann kannst du halt eben nicht irgendwie dein Leben so zuplanen, dass du das alles irgendwie außen vor lässt und das Schicksal dir nichts Gutes tun kann. Also letztes Jahr war auf jeden Fall so, interkulturelle Events waren, das merkt man dann schon, dass mittlerweile auch hier dann endlich so erkannt wird, hey, wir müssen eigentlich irgendwie mal so eine kulturelle Transferleistung hinkriegen im Dialog. Das finde ich super. Hätte man schon vor 30 Jahren haben können. Aber okay. Und stellt sich jetzt halt irgendwie so raus, dass wir natürlich mit dem Thema eigentlich unbewusst viel früher schon losgegangen sind. Also ja, die stolpern jetzt in jüngster Zeit irgendwie öfter mal so über uns. Und das finde ich eigentlich cool. Weil natürlich war es auch noch so, dass dann halt da irgendwie, was weiß ich, in Mülheim oder in Ingelheim oder sonst wo, dann halt natürlich auch dann Flüchtlinge am Start sind. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wie die losgehen, wenn wir da spielen. Also weil das fühlt sich dann wirklich so an wie auf dem Rockfestival und alle saugen dir jeden Ton quasi aus den Händen und aus dem Mund, den du da von dir bringst. Und der Daniel fängt an halt irgendwie Solo zu spielen und das wird... Also wie auf einem Rockkonzert irgendwie die Stimmung. Es ging darum, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, gerade so von dieser Mittelmeerregion. Wir haben halt so als Mitteleuropäer so einen ganz anderen Blick auf das Mittelmeer. Das ist halt so, unsere Sicht auch auf Europa ist sehr eurozentristisch und man merkt doch eigentlich schon, wenn man irgendwie... in der Krefelder Gegend ist, da verändern sich die Namen. Du merkst so richtig so ein, eine Grenze ist kein Strich. Irgendwie, das ist so ein Fade. Du merkst schon, dass das irgendwie so losgeht und irgendwann geht das eine in das andere über. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass man dann auch Gemeinsamkeiten hat. Weil das irgendwie so an den zwei Punkten jenseits dieser Linie da irgendwie funktioniert. Das ist ja dann auch unter den Menschen so und kulturell auch so. Also jetzt so die Ausgrenzung vom Orient oder die Unterscheidung von Orient und Okzident ist totaler Quatsch. Also das Christentum kommt aus dem Nahen Osten. Orient. Vielleicht sollte man sich da mal Gedanken darüber machen, dass das irgendwie zusammengehört. Und das war so das, wo wir gedacht haben, wir arbeiten mal so Gemeinsamkeiten heraus irgendwie, weil wir als typische in den 80ern groß gewordene Coca-Cola-Kulturkinder haben auch unseren Zugang irgendwie zu Dingen gefunden, die auf den ersten Blick fremd erscheinen, aber wenn man mal so basically irgendwie runtergeht und dann kannst du irgendwie schon entdecken, dass so ein Balkan-Groove eigentlich ziemlich viel Ähnlichkeit mit einem Dancehall-Rhythm hat. Und wenn ich irgendwie, weil unter Dancehall-Rhythm können sich vielleicht jetzt viele was vorstellen,
Aber unter dem Balkan-Groove irgendwie nicht, außer dass halt irgendwie so viel Trompeten sind oder sonst irgendwas. Aber es ist für uns schon fremder als das, was auf einer karibischen Insel, weiß nicht wie viele Kilometer von uns entfernt, abgeht. Ist ja auch okay, solange wir das sozusagen als Bande nutzen, um irgendwie Dinge zu verstehen, die vielleicht um die Ecke passieren und näher sind vielleicht. Und ja, that's it.